Ich habe leider meine Stimme zweimal aufgenommen, deshalb muss ich gucken. Also sage ich euch das mal kurz vorher. Das müsste bis Folge 31 gehen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Na komm. Aua. Anderthalb. Was war das denn? Ich hätte ihn so erwischt. So. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Okay. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Ich hab den Typen vorher noch gestohlen. Ui, 1600 Florin. Fuchsjagd. So, jetzt müssen wir erstmal wieder anonym werden. Das ist erstmal ein Anliegen, dass sich jeder Penner hier auf der Straße anspricht. Und zack. Oh, 5000. Heißt, wir haben schon 10.000 wieder. Heißt, wir können die Stadt wieder weiter ausbauen. So, der Bekanntheitsgrad liegt ja praktisch bei 0. So. Ah! Jetzt muss ich aber wirklich noch fragen. Ich sorge mich um mein Leben. Mein Gemütszustand ist mir doch egal. Na, oh, was schläfst du so? Fiese Kreatur, lass das habe ich gesehen. Was ist denn, was erwartest du von uns? Sollen wir dir den Preis für den größten Idioten überreichen? Ja! Der Preis für den größten Idioten für mich! Der geht an Slin! Ah, jetzt hab ich dich. Kohle. Ich brauch Kohle, ich brauch Florin. Fiese Kreatur, lass ab von mir! Ich geb dir gleich mal fiese Kreatur. Ah! Ich wäre wahrscheinlich gleich draufgegangen. Boah! Komm her! Mich nicht bekommen, Assassine! Zurück! Wache! Na komm! Fiese Kreatur, lass ab von mir! Ich will dich nur noch stehlen! Nehmt es und geht, Signore! Per pietà! Ich führe nur Befehle aus! Ah ja! Idiot! Mein Besitz gehört euch! Sehr gut gemacht! Versucht mich! Ich bin nur ein Diener! Puh, das war aber knapp mit dem Bogenschützen. Da ist schon wieder einer. So, dich krieg ich. Nicht mein Glückstag heute. Na komm, sprinten. Daneben! Sprinten. Zack. Hinfort mit dir! Schlingel. Boah, das ist knapp. Treibt es nicht zu weit. Ich treib dir gleich noch mit einer Faust in den Rücken. Unter hier! Und fort mit dir, Schlingel! Ja, ich geh ja schon. Oh! Na, Mörder! Nicht mein Glückstag heute!
Meine auch nicht. So oft wie ich schon verfehlt hab. Puh, das war knapp. Na komm schon. Ich mach dich platt. Mensch! Daneben. Was hab ich für einen Typen? Super, jetzt hab ich den Typen bestohlen. Oh, jetzt geht der da nicht hoch. Das war knapp. So, den müssen wir noch irgendwie kriegen. 1500 will ich sehr viel lieber abstauben als die 500. Kann ich eigentlich beides abstauben? Das habe ich mir allerdings aus so einem Blickfeld verloren. Ich töte da! Du wirst nicht entkommen! Da! Los! Ich will deine Waffe haben. Ja, ich will mich fallen lassen. So, erstmal die Leiche irgendwo zur Seite hin wegpacken. So, hier beispielsweise hin, so, zack, einmal schnell hin, oh, das war knapp. So, Einwurfmesser erhalten. Wir müssen unbedingt zu einem Dottore. Ja, ich geh doch hier schon. Mensch, dass sich alle nur so anpissen müssen. So. Dottore, wo bist du? Komm, auf einem solchen Platz ist immer irgendwo ein Doktor. Jetzt heilen. Akzeptieren. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser an. Ja, ja. Oh, ich hab schon wieder einen gefunden. Der Quest wird mich nicht bekommen, Assassine. Zurück! Wache! Ja, tötet nicht den Boten, guter Herr. Nehmt stattdessen meine Tasche. Okay. Besitz gehört euch. Ja. So, jetzt können wir aber vielleicht irgendwann mal mit der... Shit. Können wir nicht, ich muss mich wieder anonymisieren. So. Und... Hobby und... So. Dann haben wir uns jetzt nochmal wieder anonymisiert, haben einiges an Kohle abgestaubt, muss ich ja mal anmerken, das ist ja wohl richtig. Folgt mir, aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. Wie ist auf Zeit? Wir sehen uns dort, La Wolfe bei Santa Maria Novella treffen. Okay, dann machen wir das. Darf ich mich vielleicht auch noch mal bewegen? So, das kann ich auch, La Wolpe. Nur ich bin cool, du nicht. Ja, komm her. Hehe. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten! Ja, das Spiel sagt mir, ich soll auf dich warten. Na komm schon. Einmal schnell hier so gerade hoch. Dann hier entlang und wir haben noch einiges an Strecke vor uns. Allerdings sind wir auch gar nicht so langsam. Gucken wir mal, ob wir ihn vielleicht unterwegs noch treffen. Zack. Oh, da ist doch noch unser. So, da vorne ist schon das Ziel. Das war ja wohl wirklich einfach. Müssen wir nur noch das Augensymbol finden. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Viel Glück. Natürlich, das werden wir brauchen. Plus 1000, wir machen so viel Kohle.
das ist sehr heftig. Ich dachte, zusammen noch die 4 oder 5000, die wir da hatten, sind viel. Ich meine, wenn wir einen so einen Typen... Ah ja, jetzt kommt es auch endlich. Jetzt würden wir erfahren, dass wir auch schneller klettern können. So, interagieren.